So, moin moin und ganz herzlich willkommen zum Kerbal Space Program Tutorial für die 1.6 Version von KSP. Wir spielen in der 1.6.1, also die im Moment aktuellste Version ohne irgendwelche zusätzlich installierten Mods. Das heißt, wir haben hier das reine Basisspiel plus das DLC Making History, also die Expansion, in der ein bisschen historische Raketen und der Missionseditor mit drin sind. Den werden wir heute aber nicht benutzen, sondern wir spielen heute in der Kampagne, sprich der, wenn man so will, ja, der Storyline von KSP. Es gibt bei KSP nicht eine echte Storyline, sondern es ist so ein bisschen durch Missionen gestaltet, aber das werden wir uns gleich angucken. Warum ich im Startscreen mit euch unterwegs bin, ist die eine Sache, die ich euch unbedingt mitgeben will, wenn ihr KSP das erste Mal spielt. Ich werde ein paar Sachen benutzen, auch in den Tutorials. Die könnt ihr nur benutzen, wenn ihr eine bestimmte Option in den Einstellungen aktiviert. Und zwar sind das die fortgeschrittenen Anpassungsmöglichkeiten. Also ihr könnt hier in den Optionen alles Mögliche einstellen, aber ganz wichtig sind die fortgeschrittenen Anpassungsmöglichkeiten. Damit könnt ihr die Teile noch ein bisschen weiter modifizieren, noch gewisse Dinge machen. Ich werde das später auch dazu sagen, wenn das eine Option ist, die durch die fortgeschrittenen Anpassungsmöglichkeiten erst ins Spiel kommt. Aber wenn ihr das nicht habt, dann ist es genau diese Option, die euch fehlt, also die auf jeden Fall aktivieren. Das könnt ihr natürlich auch jederzeit, indem ihr im Spiel Escape drückt und in die Settings reingeht. So, ich sag's gleich vorneweg, ich bin normalerweise jemand, der KSP auf Englisch spielt. Ich spiele schon sehr lange, da gab es noch keine deutsche Version. Hab heute aber mich entschieden, das erste Mal wirklich konsequent die deutsche Version in einem Kampagnenspiel von Anfang an zu benutzen für dieses Tutorial. Also verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal einen Knopf suchen muss, weil ich weiß zwar, wo die Knöpfe normalerweise sind, aber ich befürchte, ich weiß heute nicht so genau, wie sie heißen werden. Okay, wenn ihr ein neues Spiel anfangt, dann klickt ihr einfach auf den Starten-Knopf und könnt dann, wenn ihr schon Spiele habt, natürlich Spielstände fortsetzen. Es gibt auch Trainingsmissionen. To be honest, toll sind die nicht. Die sind besser geworden, aber ganz ehrlich, guckt einfach das Tutorial hier weiter. Ich bringe euch bis zum Mond, von mir aus auch bis nach Duna, wenn ihr wollt. Und alles Weitere findet ihr dann selber raus. Dann spielt lieber die Sachen aus dem Missionseditor. Die sind ein bisschen interessanter und komplexer und haben auch einen schöneren Missionsablauf. Ihr wollt natürlich neu starten. Und wenn ihr neu startet, gibt es bei KSP prinzipiell drei Auswahlmöglichkeiten. Das ist einmal Sandbox, da könnt ihr einfach vor euch hinspielen. Ihr habt alle Technologien freigeschaltet. Das klingt am Anfang wie eine total gute Idee, wenn man das Spiel kennenlernen möchte. Ich rate explizit davon ab, ihr werdet von Teilen überschwemmt. Es gibt bei KSP später, wenn ihr den Forschungsbaum freigeschaltet habt, Myriaden von Antrieben, Bauteilen, Tanks, Cockpits, Flügeln, Antennen, allen möglichen Mist. Wenn ihr das allererste Mal KSP spielt, tut das auf keinen Fall. Ich kann euch direkt versprechen, ihr werdet von der Anzahl der Teile einfach hart überfordert sein. Und deshalb ist das ein schöner Spielmodus, um später mal Sachen auszuprobieren und einfach ein bisschen rumzubasteln. Aber wenn ihr das erste Mal erstmal rausfinden wollt, wie das Spiel funktioniert, rate ich wirklich stark von der Sandbox ab, weil es einfach ein bisschen too much ist. Dann gibt es den Wissenschaftszweig. Das ist im Prinzip ohne irgendwie Geld oder sowas zu spielen, sondern ihr schaltet nur den Wissenschaftsbaum frei. Das kann fürs erste Mal ganz interessant sein, weil ihr dann nicht den finanziellen Druck im Nacken habt von einer echten Karriere, aber trotzdem die Teile erst nach und nach freischaltet. Also das kann eine Überlegung wert sein, wenn ihr nicht besonders ambitioniert seid oder eben eine Karriere und die lasse ich jetzt auch ausgewählt. Ihr könnt hier drüben noch eine Flagge auswählen. Es gibt verschiedenste Flaggen, die man auswählen kann. Man kann auch Flaggen selber hinterlegen. Also wie ihr seht, hier habe ich meine eigene Wintermenser-Flagge. Die werden wir heute aber mal ausnahmsweise nicht benutzen. Wir machen heute das schöne Retro-Symbol mit rein. Und dann gibt es noch die Schwierigkeitsoptionen. Es gibt ein paar vorgefertigte Schwierigkeitsgrade. Die unterscheiden sich vor allen Dingen darin, ob ihr einen Flug reverten könnt, ob Kerbals automatisch wieder respawnen und solche Geschichten. Das könnt ihr euch auch alles komplett selber zusammenbasteln. Ich empfehle für das erste Mal durchspielen, nehmt den normal. Ich persönlich finde, auch wenn man noch nie KSP gespielt hat, ist leicht tatsächlich zu leicht. Mittel wird schon langsam knackig, also vor allen Dingen gehen Kerbals drauf, bekommt ihr die nicht wieder und ihr habt schon einen richtig dicken Malus auf finanzielle Mittel und solche Geschichten. Nehmt einfach normal oder lasst es auf normal,
dann seid ihr eigentlich ganz gut bedient für eure erste Karriere. Das ist ein, ich finde, genau die richtige Mischung, wenn man das erste Mal spielt, aus ein bisschen Anspruch dahinter, damit es reizvoll bleibt und damit die Achievements sich auch wie welche anfühlen. Das werdet ihr verstehen, wenn ihr das erste Mal ein Raumschiff irgendwie auf dem Moon landet oder sowas, was ich mit Achievements meine. Und das fetzt mehr, wenn man eine gewisse Challenge, eine gewisse Herausforderung dahinter hat. Und das ist natürlich der finanzielle Aspekt. Okay, und dann war es das auch schon. Dann drückt man auf Starten und wird ins Space Center verfrachtet, mit unserer tollen neuen Karriere. Wir werden da von Gene Kerman begrüßt, der uns erstmal Bescheid sagt, dass er hier der Flugdirektor ist und das ist unser Weltraumzentrum. Entschuldigt kurz. Wir können uns hier mit rechter Maustaste gedrückt umgucken. Wir können ansonsten über die ganzen Klassiker WASD auch hin und her fahren und die Gebäude eben mit Links- und Rechtsklick anklicken. Wobei man mit dem Linksklick reingeht und mit dem Rechtsklick Informationen über das Gebäude bekommt und es eben auch verbessern kann. Das wird im späteren Spielverlauf interessant. Okay, wir haben das natürlich verstanden, weil ich euch das ja auch gerade erklärt habe. Alle Gebäude sind hier drüben auch nochmal aufgelistet, wenn ihr am Anfang nicht wisst, worum es geht. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz durch. Also ihr habt das Verwaltungsgebäude. In dem Gebäude kann man so sogenannte Strategien anschalten. Das werde ich euch ein bisschen später im Tutorial zeigen, was das genau bedeutet. Im Astronautenkomplex könnt ihr Astronauten rekrutieren. Da wohnen die quasi, wenn sie nicht gerade in einem Raumschiff unterwegs sind. Es gibt auch noch einen Fahnenmast. Da könnt ihr die Fahne eures Space-Programms ändern, wenn ihr das entscheidet, das tun zu wollen. Die Startrampe ist genau das, wonach es klingt. Das ist die Stelle, wo eure Rakete nachher steht und von wo sie losfliegt. Das Missionszentrum, hier können wir Missionen annehmen. Da gehen wir auch gleich als erstes rein und gucken uns mal an, was es gibt. Forschung und Entwicklung, da wird geforscht und entwickelt an neuen Technologien. Wir starten nämlich sehr basismäßig. Auf der Startbahn könnt ihr Flugzeuge starten. Im Raumschiffhangar, da baut man üblicherweise Flugzeuge, Rover, Shuttles und solche Dinge. In der Ortungsstation könnt ihr im Flug befindliche Objekte, andere Planeten und so weiter euch angucken. Und in der Fahrzeugfabrik, dort bauen wir dann üblicherweise die Raketen. So, wie schon gesagt, wir werden im Laufe dieses Tutorials alle diese Gebäude kennenlernen. Wir starten in einer Normalkarriere mit 25.000 Funds, nennt sich das, oder vielleicht auch anders auf Deutsch, aber eigentlich sind das unsere finanziellen Mittel. Wir nennen sie einfach ab jetzt liebevoll Körbeldollar. Unsere Reputationsanzeige, hier ist der negative Reputationsbereich. In diese Richtung geht man, wenn man Kerbals umbringt, Raketen abstürzen lässt, solche Geschichten. Und hier ist der positive Reputationsbereich. In diese Richtung geht man mit erfolgreichen Missionen. Wir werden das auch gleich sehen. Die Missionen geben Reputation. Und Reputation ist wichtig, weil wir höherwertige Missionen bekommen mit mehr Reputation. Und das sind die Wissenschaftspunkte, die können wir hier im Forschungs- und Entwicklungstrakt investieren, um neue Technologien freizuschalten in einem Technologiebaum. Den werden wir auch gleich nach unserem ersten Flug sehen, aber wir fangen jetzt erstmal an und gehen ins Missionszentrum rein. Das war ein Linksklick, dann kommen wir da einfach rein. Hier werden wir auch schon von Jean begrüßt. Und es gibt so eine gewisse Standardauswahl, sage ich mal, an ersten Missionen und so einen gewissen Pfad, den ihr entlang bewegt werdet. Dennoch werden in eurem Spiel sich dann später Missionen teilweise von denen unterscheiden, die ich bekomme, weil da auch ein gewisses Würfelsystem dahinter ist, welche Missionen mal angezeigt bekommen. Ich werde mich sehr stark an diesen Standardmissionen entlang hangeln und links und rechts nur mal kurz erwähnen und einen Blick vielleicht mal reinwerfen in so etwas davon abweichende Missionen, die halt einfach zufällig sehr, sehr unterschiedlich sein können, damit ihr wisst, wie die funktionieren. Aber wundert euch nicht, wenn die bei euch anders sind. Dann habt ihr nichts falsch gemacht. Das ist einfach Teil des Spiels. Okay, die allererste Mission, oder wir können im Moment zwei annehmen hier oben in der Ausbaustufe, ist natürlich starte unser erstes Raumfahrzeug. Also hier haben wir jetzt ein kurzes Briefing immer, was wir tun sollen. Wir möchten das Weltraumprogramm mit einem richtigen Paukenschlag beginnen, möglichst aber einem kontrollierten Paukenschlag, also nicht explodieren, sondern losfliegen. Das Ziel ist, starte dein erstes Raumfahrzeug von der Startrampe oder der Startbahn aus, um dieses Ziel zu erreichen. So, dafür bekommen wir 3.200 Körbeldollar, wir bekommen einen Wissenschaftspunkt und wir bekommen einen Punkt Reputation. Das können wir über den Auftrag hier oben annehmen oder ablehnen. Da das so ein Standardauftrag ist, können wir den auch nicht ablehnen. Den müssen wir irgendwann mal machen. Also wir können ihn auch höflich ignorieren, aber um Himmels Willen nehmt den mit. Da gibt es Geld für. Und dann gibt es noch drei weitere. Ich empfehle immer für den ersten Flug, sammle wissenschaftliche Daten von Körben zu nehmen. Genau. Da wird im Prinzip empfohlen,
Während man auf dem Boden steht, also hier, ich lese es einfach mal vor, wir brauchen vor dem Start noch schnell einen Crewbericht. Wenn auf der Steuerkonsole irgendwelche Lampen leuchten, macht das nichts, gib ihr einfach einen festen Tritt. Ihr merkt schon, Kerbel hat so ein bisschen einen humoristischen Anspruch an Raumfahrt. Besorge und übertrage beliebige Daten zu wissenschaftlichen Experimenten von Kerbel, um dieses Ziel zu erreichen. Also, wir dürfen machen, was immer wir wollen, und wir müssen es von Kerbin aus machen. Und da wir witzigerweise von Kerbin aus starten, macht das natürlich total Sinn, den mitzunehmen. Wir bekommen da 6.400 Kerbin-Dollar für, davon sind 2.240 sogar ein Vorschuss. Wir bekommen auch wieder einen Wissenschaftspunkt und wir bekommen einen Reputationspunkt. Und Experimente bringen so oder so Wissenschaftspunkte. Das heißt, wir würden die unabhängig davon auf jeden Fall machen. Das heißt, wir nehmen das noch mit. Dann haben wir nämlich zwei Aufträge, die wir jetzt direkt mit unserem ersten Raumfahrzeug erledigen, um dann im nächsten Schritt uns hier weiter entlang zu hangeln. Ihr seht schon, welche Richtung es geht. Entkomme aus der Atmosphäre, umkreise Kerbin. Das machen wir gleich, eins nach dem anderen. Jetzt bauen wir erstmal unsere allererste Rakete. Also, wie gesagt, ganz am Anfang ist es noch gar nicht so wichtig, dass ihr unbedingt viele Sachen freigeschaltet habt und viele Teile habt, sondern im Gegenteil, es ist sogar relativ gut, wenn ihr euch einen Kopf macht, erstmal um die wenigen Teile, und ich erkläre euch gleich, was diese Teile sind. So, hier ist ein kurzer Cut. Ich muss nämlich mal gucken, ob meine Grafikeinstellungen. Wo ist es denn? Umgebungslichte, genau das war, was ich gesucht habe. Es sieht nämlich so überbelichtet aus. Besser. Okay. So, ich steige jetzt einfach wieder in die Aufzeichnung ein. Das ist ja, kann man ja alles schön so sehen. So funktioniert das übrigens, wenn man Videos aufzeichnet für YouTube. Man cuttet nachher einfach alles zurecht, wie es einen glücklich macht. Und ich mache jetzt einfach mal weiter mit dem Aufzeichnen, sonst kommen wir nicht vorwärts. So, ich habe mal ganz kurz das Umgebungslicht angepasst in den Einstellungen und das war noch ein bisschen übersteuert. Und wir bauen jetzt unsere erste Rakete in der Fahrzeugfabrik. Das heißt, wir klicken einfach mit links auf die Fahrzeugfabrik. Und das Schöne an so einem Karriere- oder Wissenschaftsmodus ist, dass wir jetzt eine sehr überschaubare Anzahl an Bauteilen haben, mit denen wir arbeiten können. Wir werden hier von Werner von Körmann begrüßt, unserem Leiter Raketentechnik. Der erklärt uns im Prinzip kurz, was wir hier machen können. So, und wir werden jetzt unsere erste Rakete bauen. Wir haben hier links verschiedene Kategorien immer, in denen sich Bauteile befinden. Also hier ist die Kategorie Kapseln zum Beispiel. Und hier sind die ersten beiden Kapseln, die wir haben. Das ist einmal die Kommandokapsel MK1. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie die ganz frühen Mercury-Kapseln, also eine einsitzige. Also ich klicke jetzt mal mit rechts drauf, dann wird die gepinnt. Und man sieht so ein bisschen Informationen. Also man hat immer so Informationen über die Masse, die Toleranz beim Aufschlag, also wie schnell kann es aufschlagen, wie viel G hält das aus, was für Temperaturen hält das aus und eine Crew-Kapazität, wenn da jemand reinpasst, die ist hier 1. Es gibt drei verfügbare Varianten. Das kann 50 Strom speichern und 10 Monopropellant-Treibstoff. Die Varianten gucken wir uns gleich an. Dann gibt es mal einen kleinen Text dazu und natürlich noch so ein bisschen, was er kann. Also das Ding kann befehlen, es kann Daten übertragen, aber keine Wissenschaft. Also es kann eine Funkverbindung herstellen, braucht aber noch eine andere Antenne, um Wissenschaftsdaten zu übertragen. Es hat Tragflächenfunktionalität, also erzeugt einen gewissen Auftrieb. Es hat ein Reaktionsrad, das heißt, wir können uns drehen und bewegen ohne RCS-Triebwerke, also Monopropellant-Triebwerke dabei zu haben. Es hat ein Forschungsexperiment eingebaut, den Crewbericht. Und wie gesagt, hier sind nochmal detailliert die Sachen für den elektrischen Strom. Das gibt es für die Kiste hier auch. Also ihr könnt euch das alles mal in Ruhe angucken. Ich fange jetzt mit der Kommandokapsel MK1 an, denn das hier ist, soweit ich weiß, ein Teil des Making History Expansion DLCs. Das heißt, wenn ihr den nicht habt, werdet ihr nur diese Kapsel am Anfang haben. Und deshalb nehme ich die jetzt auch einfach, damit das Tutorial für alle funktioniert und das Gleiche bei rauskommt. So, dann brauchen wir da lustigerweise einen Treibstofftank, werdet ihr denken, aber dann kommt ihr da rein und stellt fest, oh, wir haben noch gar nicht so viel, denn unsere Teilauswahl ist sehr beschränkt. Wir haben bei den Triebwerken tatsächlich nur einen einzigen Booster, den RT5 Flow. Das ist ein sehr, sehr kleines Triebwerk, Feststoff. Feststoff bedeutet bei Kerbal Space Program, ihr könnt das zünden, ihr könnt das aber nicht regulieren. Das brennt mit voller Stärke, so wie es eingestellt ist, und brennt dann, bis es alle ist.
Wir kommen jetzt mal ganz kurz zu den Einstellmöglichkeiten und den Varianten. Also wir fangen mal mit den Varianten an. Es gibt, wenn was Varianten hat, ist das immer hier unten. Da könnt ihr das nochmal umstellen, wie das optisch aussieht. Also hier gibt es weiß, dann gibt es noch einen schönen orangen Rennstreifen drauf und einen gelben Rennstreifen. Und hier ist es eben auch, wir können die Kapsel noch auf weiß umstellen, auf weiß-grau oder eben auf diese, ich sag mal, ich nenne es mal Mercury-Optik, okay? Hier lasse ich mal den gelben Rennstreifen drauf. Und was ihr hier aber noch habt, ist, wenn ihr mit rechts draufklickt, ist eine sogenannte Schubbegrenzung. Ich werde später mal erklären, wie man einen guten Schub berechnet. Vertraut mir jetzt einfach, wenn ich euch sage, 50% sind völlig ausreichend für die Rakete, die ihr jetzt gleich hochschießt, weil da noch nichts großartig drauf ist. Hier drüben seht ihr auch eine sogenannte Delta-V-Anzeige. Delta-V sind sowas wie euer Treibstoff, eure Treibstoffmenge, euer Potenzial, euch zu bewegen. Das wird in Metern pro Sekunde gemessen und 818 Delta V heißt, wir können damit unsere Geschwindigkeit um 818 Meter pro Sekunde in eine Richtung ändern. Oder 400 in die eine, 418 in die andere oder wie auch immer man das aufteilt. Wir haben halt ein Budget an Treibstoff von 818 Metern pro Sekunde. So viel können wir damit anstellen. Und danach ist unser Treibstoff alle. Das reicht nicht, ich spoilere das schon mal, um ins Weltall zu kommen. Aber das ist ja auch unser allererster Raketenstart. Wenn ihr dann hier durchklickt, werdet ihr feststellen, dass das im Moment sehr, sehr überschaubar ist, was ihr an Bauteilen habt. Also wir haben hier noch so kleine Flügelchen, die kann man auch noch ranbauen. Ist so ein kleiner Tick von mir, solche Flügel anzubauen. Meist eher ein optischer, manchmal auch ein nützlicher. Ich baue die jetzt hier einfach mal ran. Das könnt ihr tun, das könnt ihr aber auch lassen. Es ist nicht ganz, ganz wichtig, dass diese Flügel hier an der Rakete sind definitiv noch nicht irgendwie kriegsentscheidend oder in irgendeiner sonstigen Art und Weise zwingend nötig. Dann haben wir hier, das ist die Kategorie Wissenschaft, da haben wir bisher nur die Behältereinheit für mysteriösen Schleim. Das ist ein Experiment, bei dem wir Schleim beobachten können, wie er sich in verschiedenen, an verschiedenen Orten und in verschiedenen Zuständen verhält. Davon nehme ich zwei mit. Das mache ich hier unten über den Symmetrieknöpfkiss. Also Symmetrieknöpfkiss funktioniert so. Ich habe es gerade schon bei den Flügeln gemacht, ohne es zu erklären. Packe ich einfach was ran mit Symmetrie auf 1, dann habe ich mal 1 dran. Mache ich Symmetrie auf 2, dann habe ich 2. Das Ganze funktioniert auch über die X-Taste. Also immer wenn ich X drücke, wird es 1 mehr, bis es, ich meine, 8 Stück sind. Und dann geht es wieder zu 1. Und wenn ich 4 zum Beispiel habe und Shift-X drücke, dann geht es wieder eine Kategorie runter. Ich nehme 2 mit. Zack, die kommen hier ran. Und die Symmetrieeinstellungen haben dann noch hier dieses automatische Einrasten ein und aus. Also es wird dann nicht zum Ausrasten, sondern was das macht, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Das sieht man, wenn man ein bisschen näher rangeht. Also es gibt so Einrastpunkte. Seht ihr diese kleinen Sprünge, die die Tanks machen? Also es geht, rastet auf der nächsten Position ein. Wenn ich das ausschalte, kann ich das ganz weich verschieben und smooth an die Stelle setzen, die ich möchte. Also es ist so ein bisschen die Frage immer, was man haben will. Wenn man symmetrisch bauen möchte, empfehle ich sehr den Einrasten-Modus. Dann ist man sich nämlich sicher, dass das irgendwie auf genau der Stelle ist, wo man es haben wollte. Während der andere Modus natürlich sehr viel schöner ist, wenn man, ich sage es mal, sehr individuelle Raketen baut. So, last but not least wird euch sicherlich aufgefallen sein, dass man so eine Rakete normalerweise auch wieder irgendwie landen möchte. Da wir jetzt ein Triebwerk haben, was einfach komplett leer brennt, wahrscheinlich nach oben, ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass wir danach runterfallen werden. Dafür gibt es dann einen sogenannten Fallschirm MK16. Ich denke, wie ein Fallschirm funktioniert, das habt ihr schon mal irgendwo grob mitbekommen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema des Stagings. Also, wir können hier mit Plus-Minus-Stages dazu packen, wegpacken. Das funktioniert folgendermaßen. Es geht von unten nach oben. Immer wenn ich Leertaste drücke, wird so eine Stage ausgelöst. Ich gehe jetzt von Standard-Tastatureinstellungen aus. Wenn ihr das umbelegt habt, dann ist das bei euch natürlich eine andere Taste. Aber wenn ihr Leertaste drückt, zündet hier das Triebwerk, dann fliegen wir irgendwo hin. Und wenn wir das nächste Mal Leertaste drücken, geht der Fallschirm auf. So, das ist quasi so eine zeitliche Abfolge. Das wird später sehr viel komplexer und größer, wenn ihr größere Raketen baut. Aber für die erste Rakete müssen wir es einfach nicht übertreiben. So, und das war's auch schon. Mehr haben wir im Moment eh nicht groß an Bauteilen. Wir könnten jetzt hier noch irgendwie mit völliger Verzweiflung unser modulares Trägersegment anbauen. Haben wir aber nicht. Hier oben gibt es die Crew, da hat sich normalerweise auch schon jemand reingesetzt. Genau, ihr habt am Anfang Jebediah, Bill, Bob und Valentina. Den könnt ihr auch noch andere Sachen anziehen. Wie ihr seht, so Retro-Anzüge. Ich bin eher so der Freund von
den Standard-Körbel-Anzügen. Dafür spiele ich es, glaube ich, auch schon zu lange. Aber wenn ihr sie umziehen wollt, klickt ihr auf diesen kleinen Kleiderhaken und dann, das funktioniert aber, soweit ich weiß, auch nur über die Making History Expansion. Und dann haben die so Retro-Anzüge an. Okay, also Rakete ist fertig, das heißt, Körbonaut sitzt drin. Das heißt, wir können jetzt einfach diese Rakete rausstellen, also wir können sie einmal speichern und dann können wir sie über diesen Knopf rausstellen aufs Launchpad. Das sieht man da draußen auch schon. Das ist momentan eher noch so ein Erdhaufen und sie starten. Bevor wir das aber tun, also bevor wir dann wirklich losfliegen, werden wir jetzt noch ein paar Wissenschaftsdaten sammeln, die wir unten direkt beim Start sammeln können. Das ist so ein kleiner Kniff, mit dem ihr am Anfang einen winzigen, also winzig ist wirklich das richtige Wording dafür, winzigen Boost nochmal bekommen könnt. Denn geparkt auf Körben können wir schon EVAs machen, also quasi External Vehicular Activity. Gott sei Dank wurde das nicht übersetzt. Also wir können das Fahrzeug verlassen. Ihr dürft hier nicht zu weit runterkrabbeln. Das geht auch mit WASD, also W ist hoch, S ist runter und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann mit Rechtsklick auf den Körbel klickt, könnt ihr einen EVA-Bericht einsammeln. Und der ist schon mal 2,4 Wissenschaftspunkte wert. Den könnt ihr hier drüber Experiment behalten und dann mit B wieder an Bord gehen. Ja, nicht Space, nicht F, B. Zack. Und dann habt ihr schon euren EVA-Bericht in der Kapsel drin. Das sieht man, wenn man Rechtsklick draufklickt, dann immer über gespeicherte Daten. Könnt ihr euch die nochmal angucken. Und wir können hier auch direkt schon mal den mysteriösen Schleim einmal angucken. Und auch speichern, dann haben wir den für später schon mal. Und den zweiten werden wir unterwegs machen. So, jetzt stehen wir hier so rum und wenn ihr jetzt den Buchstaben T drückt, dann geht das SAS an. Das geht auch, indem ihr hier draufklickt, aber T ist der Buchstabe dafür. SAS ist ein Stability Assist System, also ein Stabilitätsassistenzsystem. Oder auch liebevoll Cygnus Avoidance System genannt, also damit man sich nicht vollkotzt und die Rakete sich dreht. Das hält eure Rakete grob auf Kurs. Das hier unten ist euer Nuffball, mit dem werden wir sehr viel arbeiten in den nächsten Folgen. Jetzt fliegen wir erstmal relativ straight nach oben. Das heißt, das Einzige, was ihr jetzt eigentlich tun müsst, ist einmal das SAS anschalten, sonst von allem die Finger lassen und die Leertaste drücken. Und ihr seht, wir haben unseren ersten Raketenstart. Das ist gar nicht so schwer gewesen, wie man das vermuten würde. Man hätte jetzt unten auch noch einen Crew Report nehmen können, aber da wir da gleich nochmal hinkommen, ist das eh gehüpft wie gesprungen. Hier seht ihr unsere Geschwindigkeit mit der Referenzoberfläche. Das Gelbe ist immer unsere Flugrichtung, damit ihr euch an die Signale schon mal gewöhnt. Und ihr seht jetzt, unser Fallschirm ist rot geworden. Wir sind nämlich viel zu schnell. Triebwerk ist jetzt auch alle. Hier ist Triebstoff, genau, die Treibstoffanzeige. Vielleicht ist es auch ein Triebstoff. So, hier ist jetzt Feierabend, aber wir fliegen natürlich noch nach oben, weil wir haben ganz gut Geschwindigkeit aufgenommen. Hier oben seht ihr, wie hoch wir mittlerweile sind. Also wir sind jetzt etwas über 10 Kilometer hoch. Wir steigen auch noch mit etwas mehr als 100 Metern pro Sekunde. Hier ist, wir sind auf einer Höhe, hier ist, wir fallen wieder runter. So, und während wir steigen, können wir jetzt ganz gemütlich hier nochmal mit Rechtsklick draufklicken. Mysteriösen Schleim beobachten. Hier kriegen wir jetzt nämlich ein anderes Experiment, nämlich beim Flug auf Körben. Das behalten wir natürlich auch wieder. Und wir machen mit Rechtsklick hier drauf einen sogenannten Crew-Bericht. Erinnert ihr euch? Das war das Experiment, was an Bord ist. Also wir fliegen über Körbens Küsten. Die Küste sieht sehr einladend aus und du schaust zu, wie die Wellen an den Strand branden. So, jetzt fallen wir wieder runter. Runterfallen ist prinzipiell nicht gut, wenn man das nicht vorher gebremst bekommt. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, nächste Stage ist ja unser Fallschirm. Der ist jetzt auch nicht mehr rot, weil wir jetzt langsamer sind. Einmal Leertaste drücken. Dann geht der Fallschirm auf und der ist aber eingestellt auf eine gewisse Pre-Deployment-Höhe. Der ist jetzt erstmal noch im Pre-Deploy, das heißt, er ist schon mal draußen. Das bremst ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Und der wird so auf 700 Meter Höhe, wenn ihr nichts umgestellt habt, wird der erstmal voll aufgehen und uns dann abbremsen. Ihr seht aber, wir werden schon ein bisschen langsamer und jetzt flippt die ganze Kiste auch rum, weil Gewicht will immer zuerst weg. Das gibt sich gleich durch den Fallschirm wieder. Aber ihr seht jetzt auch, unser Nefball hat sich gedreht. Braun ist übrigens immer Boden und blau ist im Regelfall dann der Himmel. Das heißt, wenn ihr mit der Nase nach unten zeigt, solltet ihr im Idealfall nicht euer Triebwerk zünden. Wir können jetzt mit T das SAS rausnehmen, dann wird die Rakete auch wieder in die richtige Richtung kippen. Hier oben habt ihr so ein bisschen noch einige Anzeigen, zum Beispiel die Ressourcenanzeige. Da seht ihr jetzt auch, unser Festtreibstoff ist komplett alle. Der Monotreibstoff, den haben wir gar nicht benutzt. Und unser elektrischer Strom hält wohl noch eine Weile. So viel haben wir davon auch nicht benutzt. Wir kommen jetzt ganz gemütlich an dem Fallschirm wieder runtergefallen und landen dann fast da, wo wir gestartet sind. Und das war's dann auch. Sobald ihr wieder steht,
Können wir jetzt nochmal folgenden kleinen Kniff machen? Wir können nochmal aussteigen. Wir nehmen den Crew Report, also wir nehmen diese ganzen Daten. Zack. Und gehen wieder in die Kapsel rein. Dadurch ziehen wir das aus dem Speicher der Kapsel raus und können noch einen Crewbericht machen, den wir dann speichern können. Das sind auch nochmal 1,5 Wissenschaftspunkte. Aber so eine Kapsel kann immer nur einen Crewbericht gespeichert haben. Und durch dieses Rausnehmen und wieder reinlegen, machen wir diesen Platz wieder frei. Funktioniert, wie gesagt, im Moment nur gelandet auf Kerbin. So, wenn ihr euch jetzt wundert, wie komme ich schon jetzt wieder rein mit meiner Rakete, müsst ihr hier oben einmal raufgehen. Sobald ihr stillsteht, klappt das dann hier nämlich raus. Dann könnt ihr, oder die Möglichkeit habt, dann könnt ihr zum Weltraumzentrum. Das geht auch, wenn man im Weltall ist. Oder eben das Raumfahrzeug bergen. Das geht nur, wenn man gelandet ist. Und Raumfahrzeug bergen ist natürlich genau das, was wir jetzt tun wollen. Wir beenden unsere Mission und gucken uns einfach mal an, was wir heute alles Tolles geschafft haben. Das war jetzt der erste große Schritt in Richtung Weltall. Und ihr bekommt nach dem Flug eine kleine Übersicht, was wir alles so mitgenommen haben. Also ihr seht, wir haben sechs Experimente geborgen. Wir haben einen Crewbericht von der Startrampe, einen Crewbericht vom Flug, einen EVA-Bericht von der Startrampe, mysteriösen Schleim, nochmal mysteriösen Schleim und wir haben das Raumfahrzeug geborgen, welches einen Flug überlebt hat. Man hätte jetzt noch oder man kann auch noch auf der Startrampe relativ leicht eine Bodenprobe nehmen, habe ich jetzt nicht gemacht, ist aber auch kein Weltuntergang. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal 32 Wissenschaftspunkte, 22,4 davon haben wir verdient. Durch die Sachen, die wir mitgebracht haben und den Rest eben durch die Missionen. Das gucken wir uns gleich noch an. Wir haben ein paar Teile, also mehr oder weniger alle, wieder reinholen können. Das gibt auch nochmal Geld zurück. Wenn wir die, je näher wir am KSC, also am Space Center landen, umso mehr Kohle gibt es dafür zurück. Und wir haben natürlich auch Crew bekommen und Jebediah hat einen Experience Point oder Erfahrungspunkt erhalten. Kerbals werden mit der Zeit besser und können dann mehr Sachen, je nachdem, was für eine Klasse sie sind. Piloten können bessere Manöver auf dem SAS. Da sind wir im Moment noch sehr, sehr eingeschränkt. Das gibt sich aber mit der Zeit. Okay, wenn wir das hier fertig haben, können wir unten, das Ding wollte ich, im Flug habt ihr dieses Symbol auch, aber ich wollte euch jetzt nicht mit den ganzen Knöpfen sofort überfordern. Das sind Nachrichten über erledigte Missionen. Also, wir haben ganz viele Meilensteine abgeschlossen. Für die gibt es auch am Anfang Kohle. Das sind so Dinge, die man zuerst macht, also das, oder das erste Mal macht. Wir haben EVA-Tests durchgeführt, wir haben Raumfahrzeug gestartet, wir haben Geschwindigkeitsrekorde variabler Natur gebrochen, Höhenrekorde, Entfernungsrekorde, glaube ich auch noch, oder? Nee, wir haben die erste Crew zurückgebracht. Und wir haben unser erstes Experiment durchgeführt. Das gibt alles Reputation, Wissenschaftspunkte und ein bisschen Geld. Ihr seht, wir sind mittlerweile ganz gut aufgestellt, haben auch unseren ersten kleinen Schritt in Richtung positive Reputation gemacht und haben gut Wissenschaftspunkte. Das kann man hier löschen und dann sieht man das nächste. Und wir haben den Auftrag abgeschlossen, erstes Raumfahrzeug starten. Das hat Belohnung gegeben. Wir haben wissenschaftliche Daten auf Kerbin eingesammelt. Auch das hat entsprechend Belohnung gegeben. So, jetzt sind wir mit unserer ersten Rakete durch. Und können im Missionszentrum, und jetzt seht ihr schon, durch die Reputation ist hier ein bisschen was passiert. Jetzt können wir viel, viel mehr Aufträge annehmen. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf eine Sache, nämlich Pop, entkomme aus der Atmosphäre. Also unser nächster Auftrag oder unser nächstes Ziel ist es, ein Raumschiff zu bauen, mit dem wir die Atmosphäre schon mal verlassen. Das ist noch kein Orbit, denn das werdet ihr im Laufe dieses Tutorials auch lernen. Orbits funktionieren ein wenig anders, aber wir verlassen die Atmosphäre schon mal. Also sprich, wir fliegen über die sogenannte Kármán Line, da wo das Weltall beginnt. Das ist so ein bisschen das, was Virgin Galactic macht mit ihrem Spaceship 2, ist es, glaube ich, mittlerweile. Wir fliegen einfach raus, gucken, oh, Weltraum und kommen wieder zurück, gefallen danach. Das werden wir als nächstes annehmen. Wie ihr aber sicherlich festgestellt habt, reicht dafür unsere Technologie noch nicht. Über die anderen Aufträge quatschen wir im nächsten Schritt. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Atmosphäre verlassen. Genau, aber mit der Technologie, die wir jetzt hatten, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also gucken wir jetzt in die Forschung und Entwicklung. Und hier haben wir den sogenannten Technologiebaum. Der beginnt vorne mit dem Startding. Das sind alles Teile, die sollten euch sehr bekannt vorkommen. Die haben wir quasi. Und jetzt geht es weiter und mit jedem Schritt wird es ein bisschen teurer. Das heißt, wir können jetzt am Anfang relativ viel für unsere 32 Wissenschaftspunkte kaufen. Das wird aber dann relativ schnell relativ dünn. So, grundlegende Raketentechnik gibt uns ein erstes Flüssigtreibstofftriebwerk, das Schwenkertriebwerk. Das ist ein steuerbares Triebwerk und Flüssigtreibstoff heißt,
für uns vor allen Dingen auch im Schub steuerbar. Das heißt, wir können die an- und ausschalten, wir können die hoch und runter regeln. Wir kriegen einen größeren Festtreibstoffbooster und wir kriegen vor allen Dingen auch unseren ersten Treibstofftank. Das nehmen wir natürlich mal mit, denn wir wollen ja jetzt eine Rakete bauen, die ein bisschen mehr kann. Und wir kriegen hier Grundlagen des Ingenieurswesens, wir kriegen einen Entkoppler, damit können wir, ihr habt das bestimmt schon mal mitbekommen, wenn ihr Raketenstarts gesehen habt, dass die sich so aufteilen. Das können wir ab jetzt auch. Es gibt ein Thermometer zu heiß, das ist ein Experiment. Ein Thermometer halt. Und es gibt unser Kommutron 16 und das Kommutron 16S. Das sind zwei Antennen, mit denen können wir Wissenschaftsdaten vom Raumschiff übertragen. Die zwei Sachen, also egal was ihr tut, wenn ihr versucht, die Atmosphäre zu verlassen, die zwei Sachen solltet ihr unbedingt haben. So, und wenn ihr noch Wissenschaftspunkte übrig habt, namentlich haben wir 22, kann man jetzt überlegen, was man noch macht. Denn Allgemeines zur Raketentechnik ist 20 Punkte wert, Stabilität ist 18 Punkte wert und Überleben ist 15 Punkte wert. Und mein Tipp für den Anfang ist, Überleben zu nehmen, denn bei Überleben ist noch ein weiteres Experiment drin. Das heißt, ihr bootstrappt euch selber für einen schnellen wissenschaftlichen Erfolg und da sind auch Hitzeschilde drin und andere Fallschirme. Also generell ist Überleben halt einfach auch eine tolle Sache. Das heißt, wenn ihr einen Tipp von mir haben wollt, wenn ihr am Anfang Wissenschaftspunkte habt, und das Schöne ist auch, das ist der preiswerteste Einstieg mit 15 Punkten. Nehmt Überleben mit rein und ihr merkt, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Teile freigeschaltet. Und jetzt versteht ihr vielleicht so ein bisschen, warum ich meinte, um Himmels Willen spielt nicht Sandbox, wenn ihr das allererste Mal spielt. Da werdet ihr nämlich feststellen, dass ihr sehr, sehr schnell sehr viele Fragen im Gesicht stehen habt, die ihr nicht beantworten könnt, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt.